Guten Abend, herzlich willkommen zu einem Online-Event der Java User Group Switzerland. Mein Name ist Thomas Wenger und ich organisiere sonst Vor-Ort-Events in der Stadt Bern. Und überhaupt die meisten Events, die wir in der JUK-CH durchführen, sind aktuell Vor-Ort-Events. Ich glaube, die meisten von uns schätzen auch diese Vorortatmosphäre, den direkten Austausch, das Networking, idealerweise mit einem kühlen Getränk in der einen Hand und Apero-Häppchen in der anderen. Eine Umfrage, die wir durchgeführt haben, hat aber auch klar gezeigt, dass viele von euch sich wünschen, dass wir Online-Events trotzdem ab und wann noch durchführen. Und so hat es ganz gut gepasst, dass Eberhard Wolf sich bereit erklärt hat, mit uns heute Abend einen Online-Talk durchzuführen. Und hier sind wir. Guten Abend, Eberhard. Ja, hallo Thomas, danke für die Einladung, danke für die Organisation und ich freue mich, hier sein zu dürfen. Sehr schön. Jetzt, bevor ich das Wort an Eberhard übergebe, habe ich noch ein paar Informationen. Der Titel des Talks heute ist Softwarearchitektur für Menschen, also offenbar geht es nicht nur um Technik in der Softwareentwicklung. Ihr habt über die Plattform BigMark, die wir hier verwenden, die Möglichkeit, untereinander mit uns, aber auch mit Eberhard zu interagieren und auf zwei verschiedene Arten. Zum einen haben wir den Chat, wo ihr alle Arten von Plaudereien einfügen könnt. Ihr könnt da gerne auch sagen, woher ihr gerade teilnehmt jetzt in diesem Event. Ich finde das immer sehr spannend. Ihr könnt aber gerne auch eure eigenen Erfahrungen zum Besprochenen dort platzieren, Anekdoten vielleicht anbringen. Falls ihr eine inhaltliche Frage habt, die ihr gerne an Eberhard stellt, dann wechselt dafür bitte ins zweite Tab, Fragen und Antworten, und erfasst eure Frage da. Schaut vielleicht auch, ob jemand schon so eine ähnliche Frage erfasst hat und ihr könnt die dann einfach upvoten und Eberhard wird diese Fragen dann auch entsprechende Priorität beantworten. Und jetzt ein Ausblick ganz zum Ende des Events. Diejenigen, die Lust haben, die können dann einfach dabei bleiben und werden weitergeleitet in ein Zoom-Meeting. Eberhard wird auch mit dabei sein, sodass ihr direkt noch mit ihm etwas fachsimpeln und euch austauschen könnt. Dann bin ich auch schon bei der Vorstellung unseres heutigen Speakers, Eberhard Wolf. Ich denke ja, dass die meisten von euch ihn bestens kennen. Er ist in unseren Kreisen sehr bekannt, ist auch sehr umtriebig auf verschiedenen Kanälen präsent. Aber vielleicht nur so viel. Eberhard Wolf ist Head of Architecture bei Swaglab. Er arbeitet seit mehr als 20 Jahren als Architekt und Berater. Er ist Autor zahlreicher Artikel und Bücher und trägt als Sprecher auf internationalen Konferenzen vor. Sein technologischer Schwerpunkt sind moderne Architektur und Entwicklungsansätze wie Continuous Delivery, DevOps und Microservices. Und heute eben ein etwas anders gelagertes Thema, vielleicht, sage ich jetzt mal, vielleicht auch nicht, das sehen wir, Softwarearchitektur für Menschen. Und jetzt übergebe ich gerne an dich und freue mich auf den Talk, Eberhard. Ja, vielen Dank für die Einladung und für die Einleitung. Genau, ich will sprechen über das Thema Softwarearchitektur für Menschen. Und das basiert halt erstmal auf einer bestimmten Definition von Architektur. Also innerhalb dieser Präsentation wollen wir unter Architektur die Struktur eines Systems verstehen. Und das typische Ziel, was wir da haben, ist Wartbarkeit. In Wirklichkeit ist Architektur weiter gefasst. Wir sollten halt eigentlich alle Qualitätsziele, die es so gibt, in der Architektur mit betrachten, also auch solche Sachen wie zum Beispiel Benutzerfreundlichkeit, Performance, Sicherheit, Skalierbarkeit und so weiter und mit denen irgendwie umgehen. Und das ist, glaube ich, die Basis von Software, Architekturarbeit, technische Lösungen zu finden, die dann eben letztendlich die gewünschte Sicherheit, Skalierbarkeit, Performance, Benutzerfreundlichkeit und eben auch Wartbarkeit ermöglichen. So, und was so typischerweise auf einen zukommt, wenn man so wie ich irgendwie Architektur-Reviews oder sowas macht, ist so eine Frage wie, ist das hier irgendwie eine großartige Architektur? Und ich habe mich halt irgendwie Bing Image Creator mal darum gebeten, ein Architekturdiagramm zu erzeugen, was halt besonders deswegen schön ist, weil es so aussieht, als wären da Begriffe, aber da sind gar keine. Also das kann man eigentlich in Wirklichkeit nicht lesen. Das ist also etwas, was sich eine AI jetzt ausgedacht hat.
Und wenn ich das beantworten will, ob das eine gute Architektur ist, dann sollte ich halt erstmal die Frage beantworten, warum zum Teufel machen wir eigentlich Softwarearchitektur? Und ein wesentlicher Grund dafür ist, dass Menschen eine begrenzte mentale Kapazität haben. Das heißt, es gibt nur so viel, was ich halt irgendwie in mein Gehirn reinbekomme. Und Menschen müssen aber trotzdem dazu in der Lage sein, das System zu modifizieren. Das heißt also, die Architektur muss jetzt Menschen dazu befähigen, mit ihrem limitierten Wissen dieses System zu ändern. Das heißt, wir bauen insgesamt Systeme, die so sind, dass man es auf dem Detaillevel als einzelner Menschen nicht mehr alles verstehen kann. Also muss ich irgendwie damit umgehen, dass ich halt bestimmte Teile verstehe, detailliert verstehe und ändern kann und dass ich das kann, obwohl ich andere Teile eben nicht mehr verstehe. Sonst haben wir halt keine Chance mehr, nicht? Und da sind irgendwie genau diese Sachen, wenn ich halt eine schlechte Architektur habe, dann haben eben Änderungen unabsehbare Folgen und dann ist es eben so, dass ich damit überfordert bin, Änderungen abzuschätzen, was eben Änderungen dort beeinflussen. Also, wenn ich jetzt die Frage stelle, ist das ja eine gute Architektur? Da muss ich eigentlich sagen, woher zum Teufel soll ich das wissen? Denn es geht ja darum, für wen diese Architektur ist. Und abhängig, das ist ein Dienst für die Menschen, die das System bauen. Und wenn die sagen, ich kann damit das System gut und erfolgreich bauen, dann ist es eine gute Architektur. Das bedeutet, dass es eben vielleicht nicht unbedingt allgemeine Regeln dafür gibt, ob etwas gut oder schlecht ist. Ich habe das versucht, in dieser Grafik irgendwie darzustellen. Wir haben halt die Komplexität und wir haben hier die Grenze dessen, was unser Team noch an Komplexität behandeln kann. Und hier ist die tatsächliche Komplexität des Systems. Und wenn das jetzt so aussieht, ist da irgendwie alles super. Bei dieser Folie kommen manchmal so Fragen mit, also wie bewertest du denn genau die Komplexität? Darum geht es hier nicht. Es geht halt eher darum, so ein mentales Modell zu haben, wo ich halt sage, auf der einen Seite habe ich das Team, auf der anderen Seite habe ich das System. Und wenn das System so ist, dass das Team damit umgehen kann, ist alles super. Aber es ist eben das Team und das System, das muss beides zusammenpassen. Und es ist eben nicht so, dass ich jetzt sagen kann, dieses System ist absolut gut wartbar, gut strukturiert und dieses System ist absolut weniger gut wartbar, weniger gut strukturiert. Es mag etwas sein, was ein bisschen kontrovers vielleicht erstmal erscheint, aber ich komme dazu, dass das tatsächlich ganz praktische Auswirkungen hat. Und was das jetzt bedeutet ist, ich kann eigentlich nur eine Architektur dann reviewen, wenn ich mir auch die Menschen dazu angucke. Ich kann also nicht diese absolut gute Architektur feststellen, was wiederum bedeutet, dass ich halt Metriken mit Vorsicht genießen sollte. Ich kann ja Metriken haben über eine Softwarearchitektur. Ich kann irgendwie sagen, da sind ganz viele Teile, die hängen komplex in irgendwelchen Beziehungen zusammen. Ich kann sagen, da gibt es irgendwie ganz große Sachen. Ich kann zum Beispiel sagen, da gibt es halt eine Klasse mit 10.000 Zeilen Code. Und ich kann halt sagen, da gibt es irgendwie Packages, da sind ganz viele Klassen drin und die sind halt irgendwie miteinander ganz komplex irgendwie zusammen verworren. Und das kann ich alles in Zahlen ausdrücken. Aber meine Aussage ist gerade, dass ich eben genau diese Zahlen mit Vorsicht behandeln würde. Ich würde halt mich hinstellen und würde sagen, er würde halt beteiligten Personen an dem System fragen, was ist denn aus deiner Sicht, aus eurer Sicht das Problem dieser Architektur? Dann kann ich halt schauen, ob ich das unterstützen kann durch irgendwie Metriken und dann kann ich irgendwie weitermachen. Das heißt, ich kann jetzt irgendwie sagen, okay, wenn ihr halt dieses System ändern wollt, wo sind typische Probleme, dann stellt man halt fest, ein Teil dieses Systems ist vielleicht problematisch, scheint problematisch zu sein. Dann können wir Metriken dafür erheben und dann können wir halt anschließend sehen, ob es eben tatsächlich so ist, dass diese Metriken ergeben, dass dieser Teil in irgendeiner Art und Weise problematisch ist. Und wenn wir dabei sind, so Metriken zu erheben, dann können wir uns auch ganz andere Sachen angucken. Wir können nämlich uns angucken, wie das Team mit der Software interagiert. Also wer ändert was? Was wird häufig geändert? Was wird selten geändert? Und so weiter. Und diese Information, die kann ich aus der Versionskontrolle herausbekommen. Da kann ich zum Beispiel herausfinden, wenn ein bestimmter Teil nur von einer Person geändert wird, dann ist es eben möglicherweise so, dass nur diese Person dieses Teil des Systems ändern kann. Das ist ungünstig, wenn die halt in Urlaub geht oder kündigt, dann haben wir halt vielleicht ein Problem. Wenn etwas häufig geändert wird und das ist besonders schlecht strukturiert, ist es wahrscheinlich so, dass da halt Optimierungspotenziale liegen. Wenn etwas selten geändert wird, ist es vielleicht weniger wichtig und so weiter. Und ich mache immer freitags so einen Stream zum Thema Softwarearchitektur. Diesen Freitag geht es um DEPA, das ist so ein System für
Microservices. Und ich habe eine Episode gemacht vor nicht allzu langer Zeit, halbes Jahr ist das jetzt hier, mit dem Adam Thornhill. Der hat ein Buch geschrieben, Your Code is a Crime Scene. Und der hat halt diese Idee von Behavioral Code Analysis und hat dafür auch ein Werkzeug. Und das Besondere von dieser Episode ist, da gibt es halt eine Aufzeichnung von, dass dort der Adam einmal tatsächlich sein Werkzeug live zeigt und das halt auch an verschiedenen Beispielen. Tatsächlich gab es da halt eine ganze Menge von Fragen von den TeilnehmerInnen und wir haben uns dann halt verschiedene Beispiele irgendwie angeguckt. Das ist also etwas, wo man live sozusagen sehen kann, wie konkret man Metriken erheben kann für diese Sachen. So, durch ein Review kann ich halt herausfinden, ob eine Architektur suboptimal ist oder irgendwie super ist, aber eigentlich will ich ja das verbessern und die offensichtliche Art und Weise, wie ich jetzt irgendwie eine Architektur verbessern kann, ist, indem ich versuche, diese Abhängigkeiten zu verbessern. Also eben Dinge, kleinere Teile, größere Teile, also übergroße Teile irgendwie versuche klein zu hacken. Wenn ich jetzt sage, das ist eine Klasse mit 10.000 Zeilen, macht es wahrscheinlich Sinn, sie irgendwie klein zu hacken. Wenn ich sage, da ist ein Package, da sind ganz viele Klassen drin, die sind halt irgendwie komplex in irgendwelchen Abhängigkeiten, kann ich versuchen, dort die Abhängigkeiten aufzusäubern und so weiter. Und in unserem mentalen Modell bedeutet das, dass wir sagen, das Team kann halt eine bestimmte Komplexität handhaben. Unser System ist so kompliziert, hat so viele Abhängigkeiten und ist eben so schlecht strukturiert, dass es über dieser Grenze liegt und das ist irgendwie schlecht. Und wir versuchen jetzt dafür zu sorgen, dass wir diese Komplexität reduzieren, so lange, bis das System eben effizient handhabbar und änderbar ist und dann sind wir glücklich. Das ist nichts Abwegiges, aber es wäre jetzt zumindest theoretisch denkbar, dass wir ein System haben, bei dem die Strukturen gut erscheinen, aber trotzdem die Wartbarkeit des Systems subjektiv schlecht ist. Und da ist es jetzt vielleicht irgendwie nicht so schlau zu sagen, das System hat zwar gute Abhängigkeiten, sieht irgendwie sauber aus, aber wir optimieren jetzt noch weiter die Abhängigkeiten. Das ist irgendwie offensichtlich absurd. Und man kann jetzt irgendwie die Frage stellen, okay, also worüber zum Teufel redest du gerade? Wieso kann es sein, dass es ein System gibt, das scheinbar gut strukturiert ist? Es sollte ja wartbar sein, aber es ist subjektiv nicht wartbar. Das kann doch eigentlich nicht sein. Ja, also gut strukturierter Code ist halt nicht genug. Die EntwicklerInnen müssen das System verstehen. Und ich glaube, uns allen ist das irgendwie präsent mit ich habe vor ein paar Jahren dieses Ding gebaut und man guckt sich das halt irgendwie an und stellt fest, ja, ich verstehe überhaupt nicht, was ich da gemacht habe. Und das ist jetzt etwas, was mir hier auch passieren kann. Es kann zum Beispiel sein, dass halt mein wirkliches Problem ist, dass diese Systeme vielleicht von irgendjemandem kommen und dort kein Handover stattgefunden hat. Das ist tatsächlich die Story, die eben auch der Adam Thornhill erzählt hat. Die haben sich halt zwei Systeme angeguckt von einem Team. Und das erste System war halt im Wesentlichen fein. Damit ist das Team nämlich auch gut zurechtgekommen. Das zweite System war eben ganz schrecklich, subjektiv im Erleben des Teams. Objektiv, aber gut strukturiert. Und jetzt ist halt die Frage, warum zum Teufel ist das so? Naja, und in dem Fall war es eben so, dass das von irgendeinem anderen Team gebaut worden ist und es gab halt keine echte Übergabe, was also dazu führt, dass das Team keine Ahnung davon hatte, warum das System so strukturiert ist, wie es strukturiert ist, was die Ideen dahinter waren und wie es überhaupt eben, also ein tieferes Verständnis fehlt da halt. Und das ist halt zum einen deswegen schlecht, weil es bedeutet, dass das System eben nicht von diesem Team geändert werden kann, effektiv. Zum anderen würde ich halt auch vermuten, dass diese gute Struktur irgendwann dann verschwindet, weil die Leute in diesem Team dann nicht mehr dazu in der Lage sind, weil sie eben das System nicht verstehen, das sozusagen im Sinne des Systems richtig zu ändern. Das heißt, sie werden irgendwelche Änderungen machen, die halt der eigentlichen Struktur entgegenlaufen und dadurch wird es irgendwie schlimmer. Nicht? Also ich kann zum Beispiel jedes System irgendwie ändern, aber das können alle EntwicklerInnen. Ich kann halt irgendwas reinwürgen. Und wenn ich das halt oft genug mache, dann wird das System halt irgendwie ganz schrecklich aussehen am Ende.
So, und hier bedeutet das jetzt, dass ich dann eigentlich in die Menschen investieren muss. Also ich muss halt versuchen herauszufinden, warum die Entwickler in das System nicht verstehen und dann schauen, wie ich sie halt über das System, wie ich dafür sorge, dass sie halt das System kennenlernen. Also ich könnte jetzt irgendwie sagen, okay, wir machen halt regelmäßig Sessions, indem wir uns das System angucken. Wir machen sowas wie Pair-Programming, wo wir uns gemeinsam irgendwas angucken. Wir machen eine Session, wo diskutiert wird, was Personen rausgefunden haben über das System und so weiter und so weiter. Und wenn wir das machen, dann bedeutet das, dass wir das Team verbessern. Das System bleibt ja so, wie es ist. Und dadurch das Problem lösen. Das heißt, wir sorgen dafür, dass die Leute das System kennenlernen. Wir geben denen halt die Möglichkeit, das System genauer zu verstehen. Und dadurch wird eben das Team letztendlich besser mit diesem System zurechtkommen. An dieser Stelle noch so ein kurzer Einschub, weil ich finde, das ist auch etwas, was eigentlich total wichtig ist. Also das Lesen von Code ist halt offensichtlich wichtig. Und zwar insofern, als dass dadurch ja, also dass wir halt Code meistens nur einmal schreiben, also nicht, wenn ich halt in der IDE irgendwas sehe, dann ist das halt einmal geschrieben worden, aber ich lese es halt andauernd, um zu verstehen, wie ich diesen Code ändern muss oder wie ich anderen Code ändern kann und welche Auswirkungen das hat auf den Code, den ich gerade sehe. Das heißt, typischerweise wird der Code eben deutlich häufiger gelesen, als er geschrieben wird. Und das bedeutet, wir sollten irgendwie mal darüber diskutieren, Code lesen zu lernen, denn das ist eine wichtige Tätigkeit, die wir so haben. Und da gibt es halt die Feline Hermanns, die halt genau in diesem Bereich forscht. Es gibt sowas wie codereading.club, wo man sich also so Aktivitäten anschauen kann, wie man gemeinsam lernen kann, Code zu lesen. Und wir haben auch eine Episode bei Software-Architektur im Stream gemacht. Das war Lisa, die mit mir auch einige von den Episoden macht. Und die hat mit der Feline über dieses Thema gesprochen. So, wenn wir bei dieser Sache sind, dann können wir halt irgendwie als nächstes über Legacy reden. Und die Frage, die ich mir halt manchmal stelle, ist, ob Legacy nicht in Wirklichkeit ein soziales Problem ist. Traditionell würden wir jetzt sagen, das Problem mit Legacy ist, dass das System über die Zeit immer komplexer wird und irgendwann sind wir halt über diesen Threshold drüber, mit dem wir halt das System, wo wir das System noch effektiv ändern können. Und da gibt es halt solche Sachen wie zum Beispiel Software-Rot, dass Software halt verrottet. Ich finde das halt deswegen interessant, weil, also natürlich tut Software das in Wirklichkeit nicht. Also die Software, die bei mir auf der SSD ist, die wird nicht schlechter über die Zeit. Aber de facto tut sie es halt doch, weil eben Änderungen gemacht werden. Und wenn ich halt diese Änderungen, wenn ich da nicht aufpasse, wird die Qualität halt schlechter und dadurch verrottet Software halt so langsam. Und es gibt halt auch insbesondere diese Idee von Technical Debt oder diese Metapher von Technical Debt. Darüber habe ich auch verschiedene Episoden gemacht bei Software-Architektur im Stream. Mit der man halt auch sehen kann, dass eben die Qualität des Systems über die Zeit eben entsprechend nachlässt. So, und das ist so die klassische Erklärung. Die soziale Erklärung wäre irgendwie, dass die Fähigkeit des Teams nachlässt. Und dafür gibt es halt auch relativ einfache Erklärungen. Also zum Beispiel kann es halt einfach sein, dass Menschen kündigen oder Menschen halt in Rente gehen. Und dann ist es eben so, dass halt bestimmte Teile des Systems, die halt insbesondere diese Menschen gut verstehen, dass ich die eben nicht mehr ändern kann. Und dann habe ich eben dort ein Problem. Wenn das aber so ist, dann bedeutet diese Situation hier genau genommen eben, dass dieses Team mit diesen Menschen dieses System nicht mehr effizient ändern kann. Das ist also tatsächlich etwas, wo eben diese beiden Teile, das Team und die Software, zusammenpassen müssen. Und wenn ich halt das Team ändere, hat das halt Auswirkungen darauf, ob eben dieses Team noch diese Software ändern kann. Und das bedeutet, dass ich jetzt irgendwie auch die Möglichkeit habe, andere Arten von Lösungen mir zu überlegen, zum Beispiel Leute halt in diesem Legacy-System auszubilden, nicht? Dass sie halt das System kennenlernen und dass man halt diese Leute halt in diesem System sozusagen schult. Ich bin zum Beispiel immer noch der Meinung, also wie soll ich sagen, ich höre halt so bei so alten Systemen, nicht COBOL-Systemen beispielsweise sehr häufig, dass es da halt keinen Entwickler in mir gibt
und dass die halt irgendwie auch aussterben. Und ich bin mir halt nicht ganz sicher, ob man nicht Leute ausbilden kann, speziell zu COBOL-EntwicklerInnen, und dann anschließend in diesem System auch ausbilden kann. Ich glaube, das ist noch ein zweiter Schritt. Und dann eben wieder Leute hat, die halt mit diesem System arbeiten können. Und ich bin mir nicht sicher, ob halt diese Option tatsächlich immer ernsthaft ausprobiert wird. Also ich höre zwar sehr häufig, dass das halt in Wirklichkeit alles nicht geht, aber mir passieren dann auch solche Sachen, dass ich halt bei einem Kunden halt mit Oracle Forms das beispielsweise gesehen habe, dass da dann Leute ausgebildet worden sind und das System dann irgendwie weiterhin wartbar war. Oder ich habe zum Beispiel mal genau diese Geschichte halt erzählt, so auf einer Konferenz, und dann stellte sich halt heraus, ja, die eine Person, die da stand, ist eben genau ausgebildet worden auf COBOL und ist halt genauso eine Person, die halt diesen Hintergrund hat. Also ich habe halt das Gefühl, dass das häufig nicht wirklich ausprobiert wird als eine Handlungsalternative. Und ich würde halt gerne mal das genauer sehen, nicht? Also kann man wirklich solche Leute nicht anwerben? Und wie sind tatsächlich die Kosten dafür? Denn ja, die muss ich halt irgendwie ausbilden. Und ja, das bedeutet auch, dass ich sie halt in dem System ausbilden muss. Aber wenn ich halt das System neu schreiben lasse, das sind ja auch erhebliche Kosten. Soweit so gut. An der Stelle noch ein Hinweis auf Big Ball of Mud. Hat er diese so eine schöne Grafik gemalt, wie man hier sieht. Und eins von den Problemen, was, glaube ich, in diesem Komplexitätsbereich halt existiert, ist, dass man sich halt die Frage stellen muss, ist es eigentlich okay, wenn wir die Komplexität des Systems anheben? Und diese Grafik sagt ja, naja, solange wir halt unterhalb dieses Thresholds sind, unterhalb dieser Grenze, wo das Team halt noch effizient mit dem System umgehen kann, ist das ja im Wesentlichen fein. Und das ist dann eben immer noch wartbar und wir haben dann vielleicht eine billigere Lösung, weil wir eben an einigen Stellen Kompromisse gemacht haben. Und das ist halt so eine Geschichte, also ich muss gestehen, bei diesem Folien finde ich es immer, ich fühle mich da nicht hundertprozentig wohl, weil das ein schwieriges Spiel ist, nicht? Wenn ich halt mit der Qualität Kompromisse eingehe, kann es halt sein, dass ich irgendwann an der Stelle bin, wo halt gar nichts mehr geht. Auf der anderen Seite ist für mich halt ein wichtiges Argument, dass nicht alle Teile eines Systems perfekt sein werden. Das ist so einer von diesen, von den Sätzen, wo ich halt sagen würde, der ist nahezu trivial. Nicht? Nicht alle Teile eines Systems werden perfekt sein. Nicht alle Teile eines Systems werden dieselbe Qualität haben. Es wäre überraschend, wenn jemand sagt, nee, also das ist machbar, dass halt alles irgendwie gleich gut ist. Aber wenn wir halt glauben, dass das so ist, dass halt die Teile des Systems nicht alle dieselbe Qualität haben können, dann bedeutet das, dass solche Ansätze, die jetzt sagen, wir wollen aber überall die Qualitätsschraube auf das Maximum drehen, die können dann nicht funktionieren. Und das bedeutet, wir müssen halt irgendwie aktive Kompromisse eingehen. Wir müssen halt sagen, wenn das so ist, wenn nicht alle Teile des Systems dieselbe Qualität haben, dann haben wir eigentlich nur zwei Optionen. Wir können entweder sagen, das passiert halt irgendwie random, irgendwelche Teile haben irgendeine Qualität, oder aber es ist so, dass wir sagen, wir steuern das aktiv und wahrscheinlich müssen wir das tun, es aktiv steuern. Wenn das aber so ist, dann bedeutet das, dass wir in gewisser Weise genau dieses Komplexitätsspiel spielen und halt sagen, okay, wir müssen halt auf bestimmte Sachen uns konzentrieren, dort ist die Qualität wichtig, und bestimmte andere Sachen, die vernachlässigen wir halt, weil sie weniger wichtig sind, und das heißt, wir machen Kompromisse in Bezug auf Komplexität, Technical Debt und so weiter. So, und hier ist nochmal die Warnfolie, damit ich mich dann doch vielleicht etwas wohler fühle. Das System muss effizient wartbar bleiben. Wenn die Qualität zu schlecht ist, habe ich möglicherweise ein Desaster, dann kann ich mich gar nicht mehr bewegen. Aber es gibt eben nicht so etwas wie ein System, also wie ein perfektes System. Und ich weiß nicht, ob das allgemein bekannt ist. Also ich komme gleich auch nochmal auf einen Link zu einer Episode, eben genau zu Big Ball of Mud. Aber Big Ball of Mud ist tatsächlich offiziell ein Pattern. Das ist nicht etwas, was, wie soll ich sagen, was einfach ein Schimpfwort ist, sondern das ist ein Pattern. Ich habe das hier mal irgendwie aufgeschrieben, was da halt steht. Also Big Ball of Mud ist halt ein schrecklich strukturiertes, schlimmes Ding, nicht? Also was hier halt mit vielen Worten umschrieben wird. Und die Frage, die halt in diesem Paper gestellt wird, ist, warum diese Architektur so populär ist. Populär bedeutet ja nicht nur weit verbreitet, sondern bedeutet halt auch beliebt. Und da steht halt, naja, weil ich halt
qualitativ hochwertige Software zeitgerecht im Budget liefern muss. Und deswegen sollte ich mich halt erst auf Features und Funktionalitäten konzentrieren und dann erst auf Architektur und Performance. Und mein Problem bei dieser Folie, und das ist vielleicht auch gleichzeitig ein ganz guter Indikator dafür, was tatsächlich das Problem mit Big Ball of Mud ist, ich würde halt unterschreiben, dass das eine gute Idee ist, ein System zu bauen, das wir halt schnell bauen, das billig ist und das die geforderten Features und Funktionalitäten hat und dass Architektur und Performance im Dienste dieser Ziele stehen. So, und was hier jetzt irgendwie, glaube ich, dadurch sehr klar wird, ist, wenn man das ein bisschen von den Prioritäten falsch betrachtet, dann fährt man damit tatsächlich eben gegen die Wand und hat am Ende einen Big Ball of Mud, der eben unwartbar ist. Das heißt, der Weg dahin ist eben nicht diese Autobahn in die Hölle sozusagen, die halt sehr komfortabel ist, wo man halt sehr schnell langfahren kann, bis man eben merkt, dass man bedauerlicherweise jetzt eben in der Hölle gelandet ist. Und ich glaube, das Pattern zeigt es halt an dieser Stelle ganz gut. Ich habe darüber, wie gesagt, eine Episode gemacht und für die Episode habe ich auch so ein kurzes Video gemacht, wo ich nochmal in, ich glaube, 10 oder 20 Minuten das sozusagen zusammenfasse. Und dieses ganze Ding verfolgt mich noch aus anderen Gründen. Und zwar gibt es da, muss mal kurz hier, mal kurz dafür sorgen, dass mir, ja, so. Und zwar, naja, also wollen Leute eigentlich gute EntwicklerInnen genannt werden? Ich würde vermuten, dass das für die meisten Leute zutrifft. Und die meisten wollen eben auch, glaube ich, anerkannt werden dafür, dass sie eben gute EntwicklerInnen sind. Und das führt jetzt irgendwie zu einem Problem. Und zwar sollten wir uns hier mal anschauen, was hier mit diesem Team eigentlich genau los ist. Wie gesagt, das ist halt eine relativ starke Vereinfachung von dem, was in Wirklichkeit passiert. Und was wir jetzt zum einen mal machen können, ist, wir können halt sagen, okay, wir haben halt in diesem Team nicht eine konstante Qualität von EntwicklerInnen, sondern wir haben gute EntwicklerInnen und schlechte oder durchschnittliche EntwicklerInnen. Und wir wollen das jetzt messen an der Komplexität, die diese Personen noch effizient handhaben können. Da kann man jetzt irgendwie sagen, naja, also es gibt halt ganz viele ganz viele Möglichkeiten, wie ich gute und schlechte EntwicklerInnen voneinander unterscheiden kann. Aber das ist, glaube ich, irgendwie eine der Möglichkeiten, die man durchaus mal in Betracht ziehen kann. Also nehmen wir uns das jetzt irgendwie mal an und sagen, das ist halt unsere Definition von guten und weniger guten EntwicklerInnen. So, und jetzt haben wir halt so ein Thema mit der Architektur. Also wir nehmen halt an, dass eine gute Struktur des Systems bedeutet, dass sie änderbar ist. So ein Big Ball of Mud ist halt nicht wirklich änderbar. Allerdings hat eben jede Architektur so ein paar Schwachstellen. Und das führt jetzt irgendwie zu der Frage, wie viele Schwachstellen sind denn eigentlich akzeptabel und wie will ich halt genau diesen Kompromiss machen, den ich ja in Bezug auf Qualität halt tatsächlich machen muss. Und also wenn ich jetzt sozusagen das maximal ausreize, dann komme ich vielleicht mit der Komplexität genau hierhin, also zu dem Punkt, wo gute EntwicklerInnen das System noch ändern können und die durchschnittlichen eben nicht mehr oder zumindest nicht an allen Stellen. Und hier sind nochmal irgendwie die Fragen, nicht? Also wenn halt die Komplexität steigt, kann ich das wirklich verhindern? Sollte ich das tun? Und das ist halt auch vor allem dieser Widerspruch zwischen praktischen Lösungen und theoretischen Lösungen. Also nicht, es kann durchaus sein, dass halt irgendeine Entwicklerin sagt, das löse ich jetzt mal kurz, pragmatisch. Und das sind zwar Architekturverstöße, aber was soll's? Die Architektur ist ja eh nur theoretisch. Und so etwas völlig klar, sauber zu machen, ist eben schwierig und bedeutet viel Aufwand. Das hat man ja auch vorhin bei den Pattern gesehen. Es ist halt sicherlich etwas, was auf lange Sicht mir einen Vorteil generiert, aber auf kurze Sicht ist es vielleicht irgendwie schwer durchsetzbar. So, was das jetzt bedeutet, ist, dass ich halt diese guten Entwickler, in dem werde ich halt wahrscheinlich sagen, nicht? Also ihr habt es wieder auf die Reihe bekommen, ihr habt halt dafür gesorgt, dass das System weiterentwickelt werden konnte. Ihr seid wirklich großartige Entwickler, ich bringe ihnen also eine gewisse Wertschätzung entgegen. Das heißt, ich habe da halt durch diese höhere Komplexität mehr Wertschätzung, mehr Lob für diese guten EntwicklerInnen und vielleicht auch sowas wie Jobsicherheit und vielleicht auch sowas wie interessante Herausforderungen. Und ich muss gestehen, ich
Ich selber habe bei dieser Folie immer so ein mentales Bild von einem Entwickler, den ich halt in einem Projekt hatte oder den wir in einem Projekt hatten. Und da sind wir halt immer hingelaufen und haben gesagt, hey, wir haben halt folgende Idee, das und das wollen wir halt immer mal ändern. Was hältst du davon? Und dann kam halt irgendwie zurück, ja, die Auswirkungen sind halt diese und jene. Also eine Person, die halt wirklich viel, viel Ahnung von diesem System hatte und die halt ein wahnsinnig wichtiger Spieler in diesem System war und auch ein total netter Mensch, wirklich ein Asset. Aber tatsächlich ist es halt so, dass dadurch eine Situation entsteht, dass diese Person, die mit diesem System und der hohen Komplexität halt umgehen kann, halt dadurch halt wertvoll wird. Und ich bin mir halt, also zumindest indirekt, entsteht dadurch ja vielleicht ein gewisser Incentive dafür, genau in diese Richtung zu marschieren, eben zu sagen, okay, wir bauen diese komplexen Systeme. Und das kann man noch vertiefen. Also ich habe eine ganze Präsentation darüber gemacht, dass wir halt irgendwie Komplexität vielleicht anbieten. Und da ist es eben so, dass nicht, also wenn man halt irgendwie rumläuft und sagt, ich habe dieses großartige System mit Microservices und diesem und jenem gebaut, das ist halt etwas, was vielleicht eher dazu führt, dass Leute sagen, ja super, das ist eine super krasse Sache, darüber können wir halt gerne einen Vortrag halten. Und sowas wie dieses super technologisch langweilige System, das halt aber Millionen von Umsatz bringt, das ist vielleicht irgendwie nicht so spannend. Und das bedeutet, dass man halt Komplexität vielleicht dann doch anbietet. Und jetzt kann man natürlich sagen, naja, netter Versuch, das, was du da halt sagst, ist halt eine kaputte Definition von guten EntwicklerInnen. Und da will ich mich noch nicht mal sperren. Also ich würde sogar im Gegenteil sagen, ich würde halt gerne genau das denken. Also ich würde gerne sozusagen mich auch hinstellen und sagen, das, was ich hier gerade eingeführt habe als die Definition von guten EntwicklerInnen, ist in Wirklichkeit keine vernünftige Definition von guten EntwicklerInnen. Nicht? Also das ist durchaus etwas, wo ich halt sozusagen offen bin. Aber wie ist denn das? Also wie stellen wir die Qualität von EntwicklerInnen fest? Da gibt es zum Beispiel die Java-Zertifizierung. Und hier ist so eine Beispielaufgabe aus der Java-Zertifizierung. Also ihr müsst jetzt aufpassen, weil ihr dürft es halt gleich sozusagen selber beantworten. Ich nehme mal an, dass einige Java-zertifizierte EntwicklerInnen unter uns sind. Die müssen also das beantworten können. Wir haben also hier eine Klasse Client. Da gibt es diese Methode doCalc. Und hier wird doCalc aufgerufen mit 2 Bytes. Nicht? Das sind kleine Bytes, also der Basisdatentyp. Und hier ist die erste Methode, die hat ein Byte-Array, ein var-arg-byte als Parameter. Das ist irgendwie dieses Java-Ding, wo ich halt dann 1 Byte, 2 Bytes oder ganz viele übergeben kann. Das ist also eine Methode, die prinzipiell aufgerufen werden kann. Dann habe ich hier eine Methode, die hat 2 Longs. Die könnte auch aufgerufen werden, weil ich kann den Basisdatentyp Byte auf einen Long konvertieren. Also das ist, glaube ich, also hoffe ich, ist klar. Das ist ja nur ein Datentyp, der halt eine größere Genauigkeit erlaubt, also mehr Bits hat. Von daher kann ich das Byte 5 sich auch zu einem Long konvertieren. Und hier ist nochmal dasselbe mit dem Objekttyp Byte, mit dem großen B. In Java ist es ja glücklicherweise so, dass man festgestellt hat, dass es vielleicht nicht ganz so gut ist, Basisdatentypen zu haben, die sich nicht so verhalten wie der Rest, die also keine Objekte sind, sondern und deswegen hat man dann eben im Nachhinein weitere Datentypen eingeführt, die auch Objekte sind. Das ist ja das Großbyte und ein kleines Byte, also dieser Basisdatentyp, kann konvertiert werden in ein Großbyte, sodass es vielleicht irgendwie auch so ist, dass diese Methode aufgerufen wird. So, und wir können uns jetzt mal der Frage widmen, was denn nun die richtige Antwort ist. Und da müsstet ihr jetzt auf eurem Bildschirm, so hoffe ich zumindest, gleich die Umfrage sehen. Genau, also da sind halt diese, nicht, also die 3 Optionen sind A, B, C, D, also Byte, var args, long, long oder die beiden großen Bytes oder ein Compilation Error oder ihr könnt sagen, dass ihr halt keine Ahnung habt, was irgendwie für mich auch völlig okay ist. Und ich warte mal kurz ab, was sich dabei ergibt.
Genau, da haben jetzt ein paar abgestimmt. Doch, da kommen immer noch Stimmen rein. Dann würde ich nochmal warten. Währenddessen fixe ich hier nochmal kurz was. So. Ja, ich glaube, so langsam können wir es schließen. Ich schließe es mal. Ich weiß nicht, ob ihr die Ergebnisse seht. Also wir haben 19%, die sagen, es ist A. Wir haben 3% für B. Wir haben, 40% für A. Wir haben 6% für B. Wir haben 19% für C. Wir haben 11% für D und 23% für keine Ahnung. Und es ist selbstverständlich... Moment, B. Also das, was irgendwie die wenigsten gewählt hatten, die hat sich für eine Option entschieden haben. Und das ist übrigens relativ gut reproduzierbar. Also es ist nicht das erste Mal, dass ich halt diese Präsentation halte. Und es ist eben tatsächlich so, dass die richtige Antwort B die Antwort ist, die halt im Mittel nur relativ wenige wählen. Ich muss gestehen, die Art und Weise, wie ich es rausgefunden habe, ist, indem ich halt den Source Code in eine Datei gepackt habe und dann halt mit dem Java Compiler durchkompiliert habe und habe es laufen lassen. Und das ist halt irgendwie das Ergebnis. So, und mein Punkt hier ist, ich würde halt lieber nicht in einem Projekt arbeiten, in dem entweder es notwendig ist, diesen Code zu verstehen oder wo Menschen halt solchen Code schreiben. Wenn das aber so ist, also ich habe auch keine Ahnung, warum es jetzt B ist, nicht? Also, und wenn man jetzt Option B wegwirft, also wenn man diese Methode aus dem Code rausnimmt, weiß ich auch nicht genau, was aufgerufen wird. Mein Punkt ist halt, dass ich das nicht weiß, würde ich behaupten, macht mich sogar zu einem besseren Java-Entwickler, weil ich keinen Bock dazu habe, Code zu schreiben, der sowas ausnutzt. Außer man zwingt mich irgendwie dazu, aber mir fehlt die Fantasie, warum man mich oder wie man mich dazu zwingen könnte. Und das führt irgendwie zu der Frage, warum zum Teufel fragen wir dann nach solchem Wissen? Also ich glaube, es ist eine unstrittige Annahme, dass halt EntwicklerInnen, die Java zertifiziert sind, irgendwie bessere EntwicklerInnen sind. Und in diesem spezifischen Fall ist es aber so, dass ich würde sie lieber nicht in dem Projekt haben, wenn die sich halt sowas, wenn die sowas ausnutzen. Ich habe dazu auch nochmal so einen Artikel geschrieben, also einen Blogpost geschrieben bei Heise zum Thema, sind EntwicklerInnen eigentlich natürliche Feinde der Softwarearchitektur? Einfach aus diesem Spannungsverhältnis aus, wir brauchen halt was Sauberes und wir brauchen halt eine saubere Strukturierung und diese pragmatischen Ansätze und dass das eben so ein bisschen potenziell zu einem Konflikt führt. So, das bedeutet halt, EntwicklerInnen sollten eigentlich Angst vor Komplexität haben und damit effizient und effektiv umgehen zu können, kann möglicherweise ein Nachteil sein. Und das bedeutet, dass wir hier auch wieder einen ganz klaren, krassen Impact von sowas wie sozialen Beziehungen, die Art und Weise, wie das Team funktioniert, die Art und Weise, wie halt Leute bewertet werden, gewertschätzt werden, das hat eben einen klaren Einfluss darauf, wie das System und das Team insgesamt funktioniert und damit auch das Projekt funktioniert. So, kommen wir zu einem anderen Thema, das ist das Thema mit der Mikro-Makro-Architektur. Die Idee, genau, der Heiko hat gerade im Chat geschrieben, Glückwunsch, du bist ein guter Java-Compiler. Genau, das ist so ein bisschen das, was bei dieser Java-Zertifizierung bei mir auch immer so ein bisschen mitschwebt, nicht? Kommen wir also zu dem Thema Mikro-Makro-Architektur. Was ist dort die Idee? Die Idee ist, Entscheidungen zu delegieren. Das ist folgendes, wir teilen Architektur auf in bestimmte Dinge, die ja für alle Module bindend sind. Also wir könnten zum Beispiel sagen, wir bauen das System auf Kubernetes. Das heißt, alle müssen jetzt einen Docker-Container anbieten, den vielleicht in eine Registry packen und der läuft dann eben anschließend in der Kubernetes-Plattform. Und dann können wir Mikroarchitekturentscheidungen definieren, Dinge, die halt jedes Team anders entscheiden kann. Wir könnten jetzt also zum Beispiel sagen, wenn wir bei dieser Kubernetes-Entscheidung bleiben, welche Programmiersprache ihr benutzt,
Das ist euer Problem. Das dürft ihr selber gerne euch überlegen. Und dann haben wir damit eben die Möglichkeit gegeben, diese Entscheidung in Bezug auf die Programmiersprache zu delegieren in Richtung der Teams. Und das ist eben das, was wir jetzt machen können. Wir können eben sagen, die Teams können halt im Rahmen dieser Ansätze sich halt irgendwie überlegen, was sie halt jeweils machen wollen. So, und jetzt können wir mal schauen, da kommt übrigens gleich dann sozusagen die nächste Frage, jetzt können wir ja mal schauen, welche konkreten Entscheidungen wir fällen können. Wir könnten zum Beispiel uns die Frage stellen, wollen wir statische Code-Analyse als Teil der Makroarchitektur haben. Ich habe hier mal so einen alten Sonar-Screenshot mitgebracht und das sind so ein paar Informationen, die man daraus bekommt, also zum Beispiel die Anzahl der Zeilen Code. Man bekommt was über die Komplexität raus, man kriegt raus, wie viel Unit-Test-Coverage da ist und man kriegt hier irgendwie raus, dass da so ein paar Blocker sind. Nee, Blocker sind da gar nicht, aber Criticals, das sind so Code-Patterns, die halt klarer, die halt identifiziert werden als problematische. Und das sind so Informationen, die ich halt rausbekomme. So, und wir wollen jetzt, nicht wir, die wir jetzt hier alle zusammensitzen virtuell, wollen jetzt entscheiden, ob statische Code-Analyse ein Teil der Makroarchitektur sein soll. Und da habt ihr gleich drei Optionen. Die erste Option ist ja. Und wir geben die Metriken vor. Also wir sagen 80% Codeabdeckung, keine Blocker, so und so viele Majors sind irgendwie akzeptabel, folgende Komplexität ist akzeptabel, irgendwie sowas. Oder wir sagen, ja, die Teams müssen statische Codeanalyse machen, aber sie dürfen selber entscheiden, welche Metriken es sein sollen. Oder wir sagen, nein, das geben wir nicht vor. Und ich habe irgendwie nochmal als vierte Option oder das haben die Kollegen hier von der JUCCH gerade eben noch ergänzt, als vierte Option gibt es keine Ahnung. Nicht? Also wenn er halt sagt, will ich halt nicht entscheiden, das dürft ihr halt auch gerne zum Besten geben. Also entweder ja, festgelegte Werte, ja, Teams legen die Werte selber fest oder nein. Oder keine Ahnung. Nicht? Und wir wollen das jetzt irgendwie entscheiden, das heißt, wir sind irgendwie das ArchitektInnen-Team, wir dürfen das halt auch definitiv entscheiden. So, ich überspiele nochmal die Zeit ein bisschen. Da war noch die Frage nach dem Recording. Ich habe verstanden, dass das Recording, das haben mir die Kollegen von der JUCCH gerade eben erzählt, später auf YouTube verfügbar ist. Das wird auch so sein. Also nehme ich jetzt mal an. Im Sinne von, für mich ist das fein. Also wird das eben auch wahrscheinlich sehr passieren. So, was haben wir? Wir haben 50 Antworten. Das war, glaube ich, irgendwie ganz gut. Beim letzten Mal waren es ein paar weniger. Dann schließe ich das mal. 51 Antworten sind es. Und wir haben 8%, die sagen ja und wir legen die Werte fest. Wir haben 75%, die sagen ja, aber die Teams sollen die Werte selber festlegen. Und dann haben wir, genau, und im Chat ist auch der Link zu dem YouTube-Kanal, sorry. 75% sagen ja, die Teams legen die Werte selber fest. 16% sagen nein und 2% sagen keine Ahnung. Ich möchte noch mal kurz auf diese Folie zurückkommen. Also, das war die Folie, ich glaube, vor der Folie mit statischer Code-Analyse. Der erste Punkt, der da steht, ist, wir wollen gerne Entscheidungen delegieren. Wenn wir das wirklich wollen, muss die Antwort eigentlich nein sein. Normalerweise. Auch hier, das ist halt relativ gut reproduzierbar. Ich finde das halt relativ faszinierend, weil, wie gesagt, wir haben halt vor zwei Folien gesehen, dass wir eigentlich diese Entscheidung gerne delegieren wollen. Und jetzt geht es mal um eine konkrete Entscheidung. Jetzt sagen wir, nee, aber statische Codeanalyse, das müssen wir ja schon vorschreiben. Ich habe da allerdings natürlich ist die Antwort auf alle Architekturfragen, naja, it depends. Deswegen habe ich hier auch geschrieben, idealerweise nein. Das heißt, wir sollten jetzt mal detaillierter einsteigen. Also was wollen wir denn eigentlich? Die Teams sollen autonom handeln. Das heißt, ich möchte, dass die Teams eine bestimmte Qualität liefern. Die sollen entscheiden, wie sie es machen, mit oder ohne statische Code-Analyse. Das ist deren Problem. Ich habe diese Geschichte irgendwie in dem Kontext auch mal gehört, die fand ich halt irgendwie sehr super, von irgendwelchen Leuten, die halt so High-Frequency-Training gemacht haben und die halt das offensichtlich gemacht haben, ganz ohne Unit-Tests und damit sehr erfolgreich waren.
Und das ist jetzt eben etwas, was, glaube ich, ganz gut illustriert, wie ich mit dem Team agieren möchte. Ich möchte halt sagen, liefert ihr eine vernünftige Qualität? Ja, dieses Team tut das offensichtlich. Und ich möchte nicht mit ihnen reden, habt ihr denn die richtige statische Code an die richtige Unit-Test-Abdeckung? Ich will damit nicht sagen, ich weiß nicht, ob das ein Teil des Problems ist, dass statische Code-Analyse oder so ein Werkzeug wie SonarQube keinen Sinn macht. Das ist eine andere Frage. Ich möchte es nur nicht vorschreiben. Die Teams sollen selber schauen, wie sie die entsprechende Qualität liefern. Wenn ich das so mache, dann bedeutet das aber, dass ich am Ende diesen Teams vertraue, dass sie diese Qualität liefern. Sie schauen halt nach, wie sie das auf die Reihe bekommen. Und das können sie halt mit oder ohne solche Werkzeuge tun, aber ich vertraue denen im Wesentlichen. Das heißt, ich setze mich jetzt irgendwie nicht hin und sage, lass mich kurz nachgucken. Ihr habt 10% Unit-Test-Coverage. Das kann ja wohl nicht sein. Ihr habt irgendwie Schrott geliefert, sondern ich vertraue denen, dass sie es halt selber unter Kontrolle haben. Was nicht bedeutet, dass ich sie ins offene Messer laufen lasse. Nicht? Natürlich kann ich ihnen zum Beispiel sagen, hier ist halt eine SonarQube-Installation. Überlegt mal, ob ihr euer System da reinbekommen wollt. Ich glaube, das ist eine gute Möglichkeit, euch damit zu unterstützen und so weiter und so weiter. Das macht alles sehr viel Sinn. Aber ich zwinge sie dann nicht. So, und dieses Thema mit dem Vertrauen ist tatsächlich etwas, was limitierend ist. Deswegen habe ich halt geschrieben, idealerweise. Idealerweise will ich den Teams vertrauen, aber vielleicht kann ich das halt nicht. Das Beispiel, was ich mir da halt immer, was mir so ein bisschen da präsent ist, ist, wenn ich halt sage, das ist ein externes Team. Ich weiß, die liefern halt schlechte Qualität. Ich muss nun mal mit diesem Team arbeiten. Ich kann jetzt auch nicht mich hinstellen und sagen, ich will die Menschen in diesem Team irgendwie verbessern, weil das ist ein externer Dienstleister. In das Personal zu investieren, ist vielleicht nicht das, was ich machen will oder machen sollte. Und dann muss ich vielleicht tatsächlich irgendwie statische Code-Analyse machen, um irgendwie zu sagen, liefert ihr eigentlich vernünftige Qualität? Das kann kaum sein, weil wenn ich mir die Metriken angucke, das sieht irgendwie völlig dramatisch aus. So, das kann ein Ansatz sein. Das Problem dabei ist, Gotthards Law. Und Gotthards Law sagt, jede Art von Metrik, die zu einem Ziel wird, wird eine schlechte Metrik. Ein Beispiel außerhalb der IT, woran man das halt, glaube ich, irgendwie festlegen kann, ist die Metrik mit, also nicht, wir haben eine Rattenplage, wir setzen ein Kopfgeld auf getötete Ratten aus. Die Anzahl der getöteten Ratten ist eigentlich eine Metrik, wie gut wir mit dieser Plage gerade umgehen. Wenn wir genügend Ratten umbringen, wird die Plage wahrscheinlich irgendwie irgendwann beendet sein. Wenn wir das zu einem Ziel machen, durch das Kopfgeld, dann fangen Leute halt an, Ratten zu züchten, sie umzubringen und sie abzuliefern. Dann ist die Metrik aber getötete Ratten kein guter Indikator mehr dafür, ob wir mit dieser Rattenplage wirklich gut umgehen. Das hängt damit zusammen, dass eben dort jetzt ein Incentive ist, um eben dieses System zu beschubsen letztendlich. Und in der IT oder in dem, was wir gerade diskutieren, kann man das, glaube ich, ganz gut an Codeabdeckung in Tests klar machen. Eigentlich ist die Codeabdeckung in Tests ein Indikator für die Qualität der Tests. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, da vorhin waren es irgendwie 70%. Das ist ein Teil von dem Spring Framework, das hat eigentlich sehr hohe Qualität, hat aber trotzdem eben nur 70% Unit-Test Coverage. Wenn ich jetzt anfange zu sagen, irgendeinem Team sage, die müssen aber mindestens 80% Code-Coverage haben oder was auch immer, dann bedeutet das, dass die Leute halt wahrscheinlich anfangen, wenn sie halt nicht willig sind, nicht? Und wenn sie halt nicht Qualität liefern wollen, aber dann habe ich diese Diskussion mit denen eigentlich nicht wirklich. Wenn sie also keine Qualität liefern wollen, dann werden sie halt irgendwie anfangen, Trivialitäten zu testen oder sie testen die Ergebnisse nicht. Also nicht, ich kann Code ausführen. Der Code addiert zwei Zahlen, 2 + 2. Der Code ergibt 5. Ich überprüfe nicht, ob das Ergebnis richtig ist, dann ist der Code zwar ausgeführt, der hat 2 und 2 addiert, das Ergebnis ist bedauerlicherweise falsch, aber das habe ich halt nicht geprüft und dann fange ich halt an, in so ein
in so ein ganz problematisches Ding zu kommen, weil dann müsste ich jetzt irgendwie anfangen und sagen, okay, also Code Coverage ist halt keine gute Metrik mehr und dann muss ich mir etwas anderes überlegen und das ist halt alles irgendwie doof, nicht? Also das ist halt nichts, wo man irgendwie konstruktiv sozusagen rauskommt. So, wenn wir an dieser Stelle sind, möchte ich gerne nochmal auf was anderes eingehen, und zwar ist das der etwas, was ich den Requirements-Ansatz nenne für Mikro-Makro-Architektur. Mir ist noch nichts Besseres eingefallen. Und dieser Ansatz sagt halt, wir haben ein Dokument, da stehen irgendwelche Anforderungen drin und wie man sie behandeln kann. Wir sind so Kapitel aus diesem Dokument, also in dem Dokument steht zum Beispiel was drin über Skalierbarkeit, Sicherheit und wie wir mit mehreren Teams zusammenarbeiten. Durch dieses Kapitel wird schon klar, dass wir bestimmte Architekturprobleme haben, nicht? Also offensichtlich ist es so, dass wir in einem größeren System sind, sonst würde es mit den vielen Teams kein Kapitel sein. Irgendwie ist es so, dass wir halt auch viele BenutzerInnen haben, sonst wäre das mit der Skalierung kein Thema. Sicherheit scheint irgendwie auch eins zu sein. Also dadurch habe ich schon mal eine grobe Idee, worum es irgendwie in meinem System überhaupt geht. Und für jedes dieser Kapitel habe ich jetzt irgendwie Anforderungen. Also für Skalierbarkeit zum Beispiel sowas wie, ich muss mich halt damit beschäftigen, dass halt es immer mehr wird, was passiert. Ich kann mir Business-Ziele angucken, um herauszufinden, was im Detail dort an Dingen auf mich zukommt in Bezug auf Umsatzwachstum und Wachstum von BenutzerInnen. Das kann ich dann, muss ich runterbrechen auf das, was in meinem Team passiert. Da ist noch der Hinweis, dass eben diese Ziele in Bezug auf BenutzerInnen und so etwas halt typischerweise auch weiter erhöht werden. Das heißt, wenn ich nur diese Ziele, die dort stehen, schaffe, dann ist das zu wenig. Und es gibt irgendwie auch sowas wie ungeplante Peaks. Nicht, wenn irgendein Marketing-Ding viral geht oder was weiß ich was. So, dann stehen hier irgendwie Lösungen drin. Das heißt, da steht irgendwie drin, ich kann größere Maschinen kaufen, ich kann horizontal skalieren, also mehr Maschinen kaufen, ich kann meine Daten aufteilen, Sharding, ich kann Graceful Degradation machen, ich kann also sagen, okay, Teile meines Systems fallen aus. Wenn jetzt im Moment alle PS5 kaufen, muss ich vielleicht nicht noch Recommendations anzeigen. Ich kann asynchrone Integration machen, dadurch kann ich die Sachen dann voneinander trennen. Und für jedes dieser Konzepte, Scale-Up, Horizontal Scaling und so weiter, ist dort eine Beschreibung und eine Liste von ExpertInnen, mit denen ich sprechen kann, und Vor- und Nachteile. Und dieser Ansatz kommuniziert jetzt sehr klar Trade-offs. Also ich kann jetzt mir das Ding sozusagen angucken, ich kann sehen, für Skalierbarkeit, das ist eins meiner Probleme, gibt es diese verschiedenen Lösungen. Ich kann zum Beispiel Scale-Up machen, das wird dann vielleicht irgendwie teuer, aber dafür funktioniert es halt. Und ich kann mit irgendwelchen Expertinnen darüber sprechen und ich bin jetzt dazu befähigt, in meinem Team genau diesen Trade-off zu machen. Und das ist das, was ich eigentlich idealerweise ja von Teams oder von ArchitektInnen möchte, dass sie halt Entscheidungen treffen und sie begründen können. Das heißt, hier habe ich halt genau so etwas ermöglicht. Ich kann mich dann darauf fokussieren, diese Teams zu unterstützen. Auch hier, ich will sie ja nicht gegen die Wand laufen lassen, sondern ich will sie unterstützen, aber ich habe mehr Autonomie. Das bedeutet aber, dass ich den Teams vertraue, dass sie die Probleme lösen oder halt sagen, ich habe hier übrigens ein Problem, ich kann das nicht alleine lösen, hilf mir bitte. Und dann unterstütze ich sie halt. Aber das ist keine Kontrolle. Das heißt, wenn hier jetzt ein externer Dienstleister ist, der halt keine Qualität liefert und sich sozusagen durchmogeln will, der kann das halt tun. Und das knallt halt dann auf, wenn halt Business-Ziele dieses Teams nicht erreicht werden. Und das bedeutet, dass ich halt im Wesentlichen diesen Teams vertrauen muss. So, und das heißt, wir sind jetzt an der Stelle zusammenfassend, was ist die richtige Mikro-Makro-Architektur? Also ich hatte jetzt plakativ diese Frage gestellt, statische Code-Analyse ja oder nein? Und in Wirklichkeit hängt das halt von den Personen, der Kultur und dem Vertrauen ab. Also nicht eure Aussage ja ist halt dann richtig, sogar mit festgelegten Werten, wenn ich halt den Teams nicht wirklich vertrauen kann und ich keine andere Chance habe. Meine Lieblingsantwort nein ist dann richtig, wenn ich den Teams im Wesentlichen vertrauen kann. Das heißt, es gibt nicht die eine richtige Lösung, sondern das hängt eben von meiner Umgebung ab. Und natürlich ist es jetzt so, dass ich meine Umgebung vielleicht auch so anpassen möchte und die Leute halt so weiterentwickeln möchte, dass sie halt eher dann irgendwann zu einem Nein komme. Einige muss ich aber irgendwie kontrollieren, einige muss ich halt erzählen, was gemacht werden soll. Ich brauche da Unterstützung.
Einige wollen halt selber entscheiden. Und ich will dann eigentlich bei wirklich autonomen Teams ankommen, die halt selber entscheiden. Und was ich dabei so interessant finde, ist, es gibt dieses Buch Accelerate. Accelerate ist so eins von den ganz wichtigen Büchern, was, glaube ich, in den letzten Jahren in unserem Sektor rausgekommen ist. Da sind ganz viele empirische Belege dafür, wie man halt Software sinnvollerweise entwickeln sollte. Und da steht halt drin, was wichtig ist, ist, Teams dazu befähigen, Änderungen an ihren Produkten oder Services zu machen, ohne dass sie von anderen Teams abhängen. Und das sind autonome Teams. Und wenn man das halt wirklich ernst nimmt, dann bedeutet das, dass man möglichst wenig da sozusagen eingreifen will und möglichst wenig Abhängigkeiten haben möchte, sondern eben möglichst viel, glaube ich, zu diesen Teams delegieren möchte. Keine Präsentation über dieses Thema mit der Organisation und Softwarearchitektur kommt aus, ohne einen Hinweis auf das Inverse-Convey-Manöver. Das Inverse-Convey-Manöver sagt, dass die Architektur die Organisation treiben soll. Das heißt, wir definieren, wie die Organisation aussieht. Die Architektur wird dann irgendwie folgen. Und ich habe das hier mal kurz in so ein paar Folien gezeigt. Also wir haben hier irgendwelche Menschen, nicht? EntwicklerInnen, DesignerInnen, was auch immer. Und wir sehen halt, das ist irgendwie chaotisch. Das heißt, wir führen jetzt mal Ordnung ein. Wir führen irgendwie noch mehr Ordnung ein. Und dann übergeben wir diesen Teams jeweils eine Aufgabe, Bestellprozess, Lieferung und Rechnungslegung. Und dann werden daraus unausweichlich drei Module entstehen, drei Microservices oder was auch immer. Man sieht das vielleicht schon, ich habe damit so ein paar Probleme, glaube ich. Und mein wesentliches Problem ist, dass das eine Vereinfachung ist. Inverse Convey bedeutet, dass ich das Org-Chart ändere. Ich sage also, hier sind drei Teams, du gehörst zu diesem Team. Und da gibt es halt einen Unterschied zu dem, was Convey tatsächlich selber sagt. Convey spricht von Kommunikation. Warum ist das so? Wenn ich ein Modul baue und jemand anders baut ein Modul und wir haben eine Schnittstelle, dann werden wir miteinander reden müssen. Und das ist sozusagen, bedingt sich wechselseitig. Nicht? Also wenn ich diese beiden Module baue, führt das zur Kommunikation auf der menschlichen Ebene. Wenn Menschen miteinander reden, um ein Ziel zu erreichen und gemeinsam Software kollaborativ bauen, dann werden sie wahrscheinlich zwei Module bauen und dazwischen eine Schnittstelle bauen. Nicht? Also das heißt, das ist irgendwie letztendlich dasselbe. Eine Schnittstelle ist eigentlich ein Kommunikationsversprechen auf dieser menschlichen Ebene. Und hier ist es jetzt so, dass wir halt annehmen, dass dieser Org-Chart diese Kommunikation beeinflusst. Und das führt irgendwie zu der Frage, ist das wirklich so? Also erstmal gibt es andere Möglichkeiten, Kommunikation zu beeinflussen. Ich kann halt Menschen einfach gemeinsam in einen Raum sperren und das führt dazu, dass die halt tendenziell eher miteinander reden. Und umgekehrt ist es hier jetzt so, dass man sagt, wenn ich diese Reorganisation mache, dann werden Menschen anders kommunizieren. Bin ich mir nicht sicher. Es gibt halt Personen, die einfach sagen, das ist jetzt die fünfte Reorganisation, das interessiert mich alles nicht, ich mache da halt nichts. Und umgekehrt eben solche Optionen wie, ich setze halt gemeinsam in einen Raum, sind vielleicht auch Optionen. Das ist irgendwie alles einigermaßen klar, glaube ich, nicht? Also die Idee, dass halt Menschen in einem Raum eher miteinander kommunizieren, so überraschend ist das nicht. Aber das ist nichts, was wir explizit machen. Was ich damit meine ist, dieses Inverse-Convey-Manöver, jeder glaubt, dass es halt exakt so funktioniert und dass es da halt eine 1-zu-1-Beziehung zwischen dem Org-Chart und der Kommunikation gibt. Das ist aber gerade nicht das, was in Wirklichkeit passiert. Was in Wirklichkeit passiert, ist, dass wir die Organisation irritieren und dieser neue Org-Chart ist so eine Irritation. Wir sagen also nicht, hier ist ein neuer Org-Chart und jetzt kann halt die Organisation sagen, okay, wir adaptieren das, wir bauen daraus eine neue Kommunikationsstruktur, die halt diesem Org-Chart entspricht und dann kommen irgendwie diese Module raus. Das ist das, was Inverse Convey im Wesentlichen sagt. Aber es kann nämlich auch sein, dass das komplett ignoriert wird. Und ich habe mit dem Gerrit Beine darüber eine Folge gemacht, genau über dieses Thema Organisation irritieren, was sind die Effekte, was kommt dabei raus? Und die Annahmen, die wir hier haben, sind eben, dass Menschen diesem Org-Chart folgen werden und so kommunizieren werden. Und das ist für mich zu stark vereinfachend. So funktionieren Menschen nicht. Was bedeutet das jetzt? In der Zusammenfassung, Architektur ist eine Dienstleistung, damit Menschen die Software besser verstehen können. Das ist der wesentliche Punkt dabei. Und das bedeutet, es gibt eben keine absolut gute oder schlechte Architektur. Es hängt halt von den Menschen ab.
Bedeutet, wir müssen dazu kommen, herauszufinden, was eigentlich unser Problem ist. Software oder Menschen? Also haben wir halt Legacy, weil Menschen halt irgendwie gehen, oder vielleicht ist das noch nicht mal ein Big Ball of Mud, vielleicht ist es halt irgendwie so, dass es ein wohlstrukturiertes System ist, aber niemand hat halt diesen Menschen die Möglichkeit gegeben, das System kennenzulernen. Und abhängig davon muss ich jetzt irgendwas tun. Und eins von den Problemen ist halt diese Frage mit, wollen wir eigentlich die Organisation sozusagen, dass die organisatorischen Probleme, wenn es sie denn gibt, ich würde behaupten, die gibt es in den meisten Fällen, wollen wir die eigentlich lösen? Und ich finde, das ist eine schwierige Frage. Ich will irgendwie Software entwickeln. Vielleicht will ich halt nicht die Organisation fixen. Und das ist auch ein Problem, was Agilität hat. Agilität am Ende bedeutet auch, dass ich in einer bestimmten Art und Weise mit einer bestimmten Fehlerkultur zusammenarbeiten muss. Und ich bin mir eben nicht sicher, ob ich, also wenn ich halt sage, hier ist mein Problem, das ist Softwareentwicklung, das ist irgendwie schwierig. Und jetzt mache ich daraus ein noch für mich subjektiv schwieriges Problem, nämlich die Organisation halt zu fixen, ist das etwas, was ich wirklich machen will? Ich als Berater, ich würde halt mittlerweile glauben, dass das eben tatsächlich im Wesentlichen der Inhalt meiner Arbeit ist. Ich finde das halt auch interessant, aber vielleicht ist das halt bei anderen TechnikerInnen anders. Und wenn ich das halt nicht will, dann muss ich halt irgendwie damit arbeiten. Das heißt, da muss ich halt vielleicht die Architektur anpassen. Da muss ich halt vielleicht sagen, okay, statische Code-Analyse mit entsprechenden festgelegten Metriken ist vielleicht doch die Lösung. Hier ist noch der Hinweis, Computer sollten deterministisch sein. Ja, also nicht, wir alle wissen, dass das halt manchmal nicht so aussieht. Menschen sind aber nun wirklich nicht deterministisch. Und das bedeutet sowas wie ein Inverse Convey-Manöver ist halt zu einfach, um zu sagen, ist eine zu starke Vereinfachung. Was ich hier glaube, was das Kernproblem ist, ist, dass wir halt irgendwie gerne Diagramme malen von Software. Und diese Diagramme sind schon schwierig und manchmal falsch. Nicht? Also wenn man sich hier hinstellt und sagt, okay, da sind Boxen, sagt mir, wie ich diese Boxen im Source Code finde. Und da kommt halt zurück, das ist mehr so ein konzeptionelles Ding. Dann bedeutet das, dass diese Diagramme nichts über Source Code aussagen. Aber bei so einem Diagramm, das etwas über Software aussagen soll, ist es prinzipiell denkbar, dass das Diagramm wirklich etwas über Software aussagt. Die muss nur dann eben exakt so organisiert sein, wie es das Diagramm sagt. Und das kann man durch Werkzeuge auch erzwingen. Bei Menschen ist das irgendwie schwieriger, weil nicht, die reden halt einfach miteinander und wuseln da irgendwie rum und machen irgendetwas. Also ich glaube zum Beispiel ja, dass ich einen Einfluss habe als Berater. Ich bin aber typischerweise nicht in irgendwelchen Organigramm. Und das bedeutet, dass diese Organigramme eben nicht wirklich die Realität sind. Und das wissen wir alle, nicht? Also wir wissen alle, wie wir Probleme an der Kaffeemaschine lösen, wie wir halt informell irgendwelche Sachen machen, wie wir Politik betreiben, wie wir dadurch die verschiedenen Interessen innerhalb des Projektes ausgleichen können. Aber irgendwie fallen wir dann doch darauf rein und sagen halt, naja, gut, also irgendwas kommen wir, wird schon funktionieren. Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist noch psychologische Sicherheit. Also ohne Feedback gibt es halt keinen Fortschritt. Also brauche ich halt eine Umgebung, wo Menschen Feedback anbieten und halt auch bekommen. Dazu gehört irgendwie diese psychologische Sicherheit. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Kernfaktor. Wenn ich das halt nicht habe, sind viele Sachen sozusagen vorprogrammiert als Herausforderung. Jetzt nochmal ein Überblick über verschiedene Sachen rund um Organisation, die ich über Software-Architektur im Stream diskutiert habe. Wen das inhaltlich interessiert hat und wer das irgendwie nochmal genauer diskutieren möchte mit mir oder irgendeinem von meinen Kolleginnen, wir haben halt ganz, also wir sind ein relativ neu gegründetes Unternehmen mit als Beratung im Bereich Digitalisierung. Wir haben ganz viele sehr seniore Leute, die halt Digitalisierungsprojekte durchgeführt und geleitet haben. Ich bin da eben als Software-Architekt dazwischen. Man kann da als Einstiegsangebot 62 Minuten Consulting für, ich glaube, einen moderaten Preis kaufen, um halt zu schauen, was man da irgendwie gemeinsam erreichen kann. Ansonsten hier nochmal der Hinweis, hier ist eine E-Mail-Adresse und wenn ihr dort eine E-Mail hinschickt, kommt ein Link zurück auf das OneDrive mit den Folien. Der QR-Code führt direkt zu den Folien. Wenn ihr die E-Mail-Adresse benutzt, da ist ein Lambda-Skript hinter. Das heißt, eure E-Mail-Adresse wird für 14 Tage gelockt. Und wenn ihr euch da irgendwo vertippt habt, dann bearbeite ich das manuell. Ich packe noch mal kurz, wenn ich das schaffe, den Link auf das OneDrive in den Chat, damit ihr da irgendwie gleich Zugriff habt. Und guckt noch mal.
Genau. Und bin dann eigentlich soweit auch fertig. Das heißt, wir können ihn fragen. Gut, herzlichen Dank, Eberhard. Es hat tatsächlich auch zwei Fragen, wobei eine von mir selbst ist. Der Heiko hat eine Frage gestellt. Wieso siehst du statische Code-Analyse im Bereich der Makroarchitektur und nicht in der inneren Mikroarchitektur? Im Bereich Makro würde ich andere Qualitätsmetriken sehen, Metriken an das Gesamtsystem, an äußere Schnittstellen, wie zum Beispiel Robustheit, Fehlerbehandlung und so weiter. Das war ja genau die Frage, nicht? Also die Frage war halt, wollt ihr es als Teil der Makroarchitektur haben oder wollt ihr es eben nicht als Teil der Makroarchitektur haben? Wenn ihr es nicht als Teil der Makroarchitektur haben wollt, dann ist es halt die Mikroarchitektur und dann kann jedes Team sich halt da selber was überlegen. Und es ist ja interessanterweise so, dass eben die Mehrheit der Leute unter der Voraussetzung, dass die Frage sozusagen verständlich gestellt war, eben sagen, dass es ein Teil der Makroarchitektur sein sollte. Ich habe mich da ja relativ klar positioniert und würde da ja auch sagen, dass eben sowas wie Robustheit, Fehlerbehandlung, das, was du da irgendwie aufzählst, eigentlich Dinge sind, mit denen ich halt eher arbeiten wollen würde, das, was ich mit diesem Requirements-Ansatz halt genannt habe. Aber wie gesagt, das hängt eben auch davon ab, wie die Menschen ticken, die ich halt in meinem Projekt so typischerweise habe. Ich hoffe, das beantwortet die Frage. Dann eine Frage von mir ist so eine These, also die wäre, je mehr Verantwortung für Qualität ich den Teams übertrage, umso mehr werden sich diese aus eigener Motivation heraus für echte Qualitätsverbesserungen einsetzen. Also würdest du sagen, dass diese These so stimmen könnte und hast du das vielleicht auch irgendwie empirisch schon selber beobachtet? Ja. Also das, was du da als These aufstellst, ist ja im Prinzip, würde ich behaupten, eine Abwandlung von dem, was halt in diesem Accelerate-Buch steht und das, was wir, glaube ich, auch im Moment als so eine Art Megatrend haben, nämlich, dass wir mehr Verantwortung in Richtung der Teams delegieren wollen. Und wenn ich halt den Teams die Verantwortung übergebe, dann kann das genau diesen Effekt haben. Und für mich wird das immer so offenbar, wenn ich halt sage, okay, wir nicht, also you build it, you run it, ihr seid jetzt immer wieder dafür verantwortlich. Wir haben halt keine externe QA mehr, sondern ihr, wenn ihr etwas ändert, das geht halt direkt in Produktion. Und das bedeutet halt, dass ich den Leuten mehr Verantwortung übergebe, nicht relativ klar. Und dass ich würde erwarten, dass dann diese Menschen auch realisieren, dass sie halt mehr Verantwortung haben und dann eben, sie können dann nicht mehr dieses Spiel spielen mit, also die QA wird es schon rausfinden, wenn ich irgendwie irgendwelchen Unsinn mache, sondern sie sind halt selber dafür verantwortlich und ich würde erwarten, dass sie das halt dann tatsächlich auch entsprechend umsetzen. Würde ich halt in diese Richtung agieren. Ich würde halt versuchen, den Teams einen Vertrauensvorschuss zu geben. Ich würde halt versuchen, den Teams zu sagen, dass sie halt irgendwie autonom sein sollen und deswegen habe ich ja dieses Beispiel mit diesem externen Dienstleister, dem man halt nicht vertrauen kann. Da führe ich halt im Prinzip das Entgegengesetzte als eine Prämisse ein. Und da wäre ich halt auch sehr vorsichtig, weil am Ende des Tages ist das halt ein relativ negatives Menschenbild, was da halt hintersteckt, nicht? Dass ich halt diesen Menschen nicht vertrauen kann. Und das führt dann eben auch dazu, dass diese Menschen halt underperformen. Das heißt, idealerweise in den meisten Fällen würde ich versuchen, genau in diese Richtung halt zu agieren. Ich versuche halt darauf hinzuweisen, dass es halt immer Ausnahmen gibt, nicht? Also es ist einfach so, das kennen wir alle. Ich meine, Unternehmen haben halt genau aus diesem Grund halt sowas wie eine interne Revision. Es gibt halt Leute, die halt Gelder veruntreuen von irgendwelchen Unternehmen. Das gibt es halt einfach und das bedeutet, es gibt halt bestimmte Leute, denen man halt nicht vertrauen kann und dann muss ich da halt irgendwie entsprechende Aktionen einführen. Nur, das ist eben, ich hoffe, das irgendwie klar gemacht zu haben, eine Umgebung, in der ich eh nicht gerne arbeiten würde, nicht? Und deswegen würde ich halt erstmal mit einem Vertrauensvorschuss losgehen und würde irgendwie versuchen, denen zu sagen, okay, arbeitet halt autonom und ihr werdet euch sozusagen schon richtig verhalten und ich glaube, in den allermeisten Fällen wird das ja auch der Fall sein, nicht? Also diese Menschen, mit denen wir es da zu tun haben, tragen ja auch im privaten Leben massive Verantwortung für andere Menschen
und treffen da halt irgendwelche Entscheidungen, warum sollten die das im Beruf nicht auch können. Mhm. Gut, herzlichen Dank. Im Moment schaut es aus, wie wenn keine weiteren Fragen mehr da wären. Warte vielleicht noch ein paar Sekunden und sonst würde ich quasi dann auf meine Outro-Slides wechseln. Also, zuerst mal ganz herzlichen Dank, Eberhard, für diesen sehr spannenden Talk. Und ihr werdet im Nachgang mit einer E-Mail einen Link bekommen auf elektronisches Feedback-Formular. Bitte nehmt euch etwas Zeit und füllt das aus. Ihr helft uns so, die Organisation von unseren Events zu verbessern und wir werden das Feedback auch mit Eberhard teilen. Und es lohnt sich für euch doppelt, weil wir verlosen unter anderem allen, die ein Feedback abgegeben haben, einmal im Monat eine Jahreslizenz für eine JetBrains Toolbox. Genau. Wir haben, glaube ich, im Chat noch zwei Fragen. Ich weiß nicht, ob wir die hier diskutieren wollen oder ob wir das gleich noch im Zoom machen wollen. Doch, gerne. Darfst du beantworten. Genau, also die eine Sache ist, der James Carduso schreibt, in Bezug auf eine erfolgreiche Befähigung von Menschen im Feld der Softwarearchitektur, wie sinnvoll erachtest du eine Zertifizierung als Softwarearchitekt, wie sie zum Beispiel vom ISA-QB ausgestellt wird? Ich bin ja selber im ISA-QB. Der Foundation-Level ist meiner Ansicht nach, also wie der Name schon sagt, eine gute Basis dafür, Softwarearchitektur zu verstehen aus einer eher technischen Perspektive. Der Advanced-Level und insbesondere die Advanced-Level Zertifizierung, da gibt es halt tatsächlich eine Aufgabe, die man lösen muss, eine Architektur erstellen, die finde ich halt irgendwie auch super, wenn ihr in meinen Stream guckt, also software-architektur.tv, da zeige ich auch, wie man beispielhaft so eine Advanced-Level-Aufgabe lösen kann. Was für Ressourcen empfiehlst du Leuten neben der Umsetzung von Projekten, die sich in diesem Bereich weiterbilden wollen? ISA-QB hat halt zahlreiche Trainings, ich gebe auch selber das Flex-Training beispielsweise. Ich habe selber bei, sollte ich vielleicht noch erzählen, bei Socreatori diesen Architektur-Kickstart aus der Taufe gehoben, der halt auf einige wenige Sachen fokussiert, die meiner Ansicht nach wirklich wichtig sind. Also ich habe mir halt die Frage gestellt, was sind denn die Dinge, die man wirklich wissen muss, die halt wirklich einen Impact haben und dafür sorgen, dass in den meisten Fällen bessere Architekturen bei rauskommen und die habe ich in 4 Sessions zusammengepackt und das ist sehr interaktiv. Ich habe den Link auch gerade nochmal in den Chat. Das heißt also, wir sitzen da halt in 4 Sessions über 4 Stunden und ich zeige mir nicht eine Folie, sondern wir diskutieren tatsächlich Architekturen durch. Man sieht eben, was andere Leute da gemacht haben und das ist, glaube ich, dort eine gute Qualifikation. Eine von den Sachen, die mir in letzter Zeit jetzt durch den Kopf geht, also das, was ich hier ja eigentlich gesagt habe, ist, dass wir als ArchitektInnen irgendwie mit diesen Menschen umgehen müssen. Nicht? Also offensichtlich. Und da hat der ISA-QB bei dem Advanced Level zumindest dieses Soft Skills Training. Aber ich glaube, das reicht nicht. Da, glaube ich, ist noch ein Betätigungsfeld. Ich habe bei Softwarearchitektur im Stream eine Episode gemacht zum Thema Crew Resource Management. Da geht es darum, wie in der Luftfahrtindustrie genau diese Frage mit der Menschheit bearbeitet wird. Und ich habe da auch eine Episode gemacht, jetzt gerade, glaube ich, eine von den letzten, wo es halt darum ging, sich daraus sozusagen Inspiration zu holen. Das ist, glaube ich, irgendwie auch nochmal was, was man sich angucken kann. Und dann war da der andere Hinweis von dem Renato, der schreibt, what I've seen is that if there are no leaders or people that push for change for the better, then you can have a team of 7 people and all stagnate and you always have problems. You could have experts that are good on its own, but don't care about improving as a whole. Das finde ich ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Also das ist auch etwas, was wir bei SpecLab jetzt gerade diskutiert haben. Was ist eigentlich das, wie wir irgendwie einstellen? Und das erste Wichtige ist halt irgendwie Leute, die uns zu uns passen. Und ich glaube halt, wenn man Leute hat, die halt ein Potenzial haben und halt gut zusammenarbeiten, ist das wichtiger, als wenn man sagt, da sind irgendwie 5 Leute, die halt irgendwie super krasse Experten sind in einem Feld. Ich glaube, das hat die Gesamtmöglichkeit für ein Team, Lösungen anzubieten, besser ist, wenn man halt nach menschlicher Kompatibilität sozusagen die Teams zusammenstellt. Und
Das ist auch, also das ist auch einer der Gründe, warum ich halt glaube, dass wir halt bei SwagLab ein paar Sachen irgendwie richtig machen, zum Beispiel eben das. Mhm. Cool, vielen Dank für diese vielen Zusatzinformationen. Also ich glaube, du hast da auch einiges an Lese- und Seh- und Hörfutter jetzt noch mit eingebracht. Also wer Lust hat auf das Thema, ich glaube, es gibt jetzt eine Fülle von Informationen, die zur Verfügung stehen. Ein Ausblick auf unsere nächsten Events in der Java User Group. Ihr seht hier die 6 nächsten Events. Das sind alles Events vor Ort in Schweizer Städten. Ihr findet alle Events auf www.jug.ch. Da könnt ihr euch auch für den Newsletter eintragen und dann werdet ihr aktiv notifiziert, sobald neue Events geplant sind. Unsere Events findet ihr, also mindestens die Online-Events, findet ihr als Aufzeichnung einige Tage nach dem Event auf yt.jug.ch. So auch dieses hier. Wir haben eine Community auf Slack, da könnt ihr euch für unter slack.jug.ch anmelden. Dann bin ich auch schon bei der zweitletzten Slide. Vielen Dank an dich, Eberhard. Ich weiß eben, dass du das JUG Multitool, das unsere Speaker erhalten, schon in zweifacher Ausführung hast, aber wir werden uns etwas einfallen lassen, um uns erkenntlich zu zeigen. Vielen Dank an euch, dass ihr mit dabei wart heute. Vielen Dank an unsere Supporting Members, die ihr hier aufgeführt findet. Und vielen Dank auch an Ursula und Markus, die im Hintergrund für dieses Event gearbeitet haben. Markus war mit dabei als Regisseur und Techniker im Hintergrund. Genau, vielen Dank auch von meiner Seite dafür. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr einfach warten. Ihr werdet dann automatisch weitergeleitet in ein Zooms-Meeting. Falls es irgendwie nicht klappen sollte, könnt ihr da auch hin über zoom.jug.ch. Und so oder so wünsche ich euch einen schönen Abend, eine gute Zeit und beim nächsten Event wieder. Alles Gute. Tschüss. Tschüss, danke.